Wie geht's aus? Schlecht, es geht schlecht aus, es endet katastrophal. Dann passieren einige Dinge und eigentlich ist es fast ein schönes Ende, weil es für mich das schöne, erlösende Gefühl ist, ja, das ist die Liebe meines Lebens. Hast du einen Geliebten? Nein! Ich nicht! Nein! Und noch nie einen Kopf! Na, dann kannst gleich wieder nach Haus gehen. Lilium ist kein passiver Held, er ist kein Wozzeck, es ist einer, der eine wirklich hochsensible Seele hat, aber der den Pfad nicht gefunden hat, wieder diese Sensibilität in Gutes wandelt, sondern bevor es ans Eingemachte geht, bevor er irgendwie sagen könnte, das geht nicht, das kann ich nicht tun, nimmt er den Weg des Zuschlagens. Also er stellt sich nicht seinen Gefühlen. Er kann Freude nicht zeigen, wahrscheinlich, weil er eine sehr schwere Kindheit hatte. Jetzt nicht. Siehst ja, dass ich zu tun habe. Es ist aber wichtig. Später. Nein, jetzt. Später. Nein, jetzt. Pack dich endlich, oder ich. Er ist aber durchaus ein Mann, der ein Problem mit seiner Gefühlswelt hat und seine Gefühle nicht wirklich gut Ausdruck verleihen kann und so in diese Kategorie der klassischen Schläger hineinfällt, also der in dem Moment, wo er in die Enge getrieben ist, zuhaut. Und somit ist das Stück eigentlich, also das Stück Lilium, das Schauspiel, eines, das früh die Thematik der häuslichen Gewalt irgendwie thematisiert. Und das macht es auch sehr interessant, auch die Art und Weise, wie Juli nach wie vor zu ihrer Liebe zu ihm steht und das einfach ertragen lernt. Wiederum kommt es zu einer Situation, in der er sich in die Enge gedrängt fühlt, nicht gehört fühlt und er haut zu. Also er schlägt seine Tochter auch. Also der ganze Kreislauf der Gewalt im Haus geht vom Neuen los und er hat im Grunde nichts dazugelernt. Und das ist die große Tragik. Aber er hat einen Giovanni-Effekt. Er zieht die Mädels ungemein an. Und wie bei Giovanni auch, ist ein Lilium nur möglich, wenn die Gesellschaft den Lilium auch braucht. Das ist ein sehr, sehr heikles, vielschichtiges Thema. Und das ist ja auch so, dass die nicht so guten beim Publikum besonders gut ankommen. Ja? Und diese Gratwanderung ist für jeden Darsteller sehr, sehr schwierig zu spielen. Dass es natürlich bleibt, dass er eine Ausstrahlung hat, dass irgendein Geheimnis um diesen Lilium ist. Komm, Juli, unerhört so was. So ein unverschämtes Frauenzimmer. Juli, was rennt sie denn davon? Juli, was rennt sie denn davon? Fürchten Sie sich nicht?
Wer ist Juli? Ich glaube, sie ist eine ganz normale Frau. Und dann im Umgang mit Lilium ist sie komplett, sie gibt sich sowas von hin, dass dieses Selbstbewusstsein für mein Gefühl fast gar nicht mehr da ist. Also sie würde einfach alles machen für ihn, alles. Auch, dass er brutal ist, sie kriegt das sofort mit und das stört sie nicht. Also dass die Liebe und die Anziehung ist so stark, dass das über diese Bedrohung der Brutalität des Liliums hinausgeht. So sage ich der Gnädigsten, so sage ich der Gnädigsten. Wenn die Gnädigste sich nicht auf der Stelle fortschert und diesen armen Wurm da in Ruhe lässt, so wird es die Gnädige am eigenen Leib erfahren, was es heißt, mit der linken Hand ein Magenbeige zu bekommen. Die Frau Muskat ist eine Frau, die schon viel Lebenserfahrung gesammelt hat, die es natürlich nicht immer leicht hat auf diesem Rummelplatz, auf diesem Ringelspiel, das sie besitzt, die ein großes Herz hat, die schon viel erdulden musste im Leben und auch die Beziehung zum Lilium ist natürlich etwas problematisch, weil in dem Stück geht es eben auch darum, dass Frauen geschlagen werden und dass Männer manchmal einfach nicht anders können. Leider. Sie brauchen sich nicht zu bemühen. Du, ein gebildeter Kerl. Du, alte Biskut. Zeug, Robion. Gut ist. Biskut. Du musst immer gleich so rot zu. Schon gut, bitte schon gut. Ich bin ein zerlumpter Niemand. Ein Niemand. Ein Niemand. Es geht um diese Gewaltbereitschaft gegen Frauen, für mich, die durchaus unfreiwillig stattfindet. Ja. Er leidet ja selber darunter, dass er immer wieder zuschlägt. Und ich finde es wahnsinnig berührend, dass sogar dann im zweiten Teil des Stückes, wo er noch einmal eine Chance bekommt, noch einmal auf die Erde zu kommen, um vielleicht das eine oder andere besser zu machen und seine eigene Tochter wieder schlägt. Also das ist eigentlich, da kriege ich gleich Gänsehaut, das ist so eine ausweglose Situation. Daran kann man wahrscheinlich erkennen, wie tief das verwurzelt ist und wie schwer es ist, dieser Sache Herr zu werden. Du brauchst nicht mehr wiederkommen. Du bist ein Blasen. Hab kein Mitleid mit mir oder ich gebe dir eine auf den Schädel. Ich fuhr im Auto und habe Musik gehört und wusste nicht, wer der Komponist die Komponistin ist. Und er hat es auch partout nicht gesagt, worauf ich recherchiert habe, weil ich von dieser Musik so beeindruckt war und habe eine Freundin angerufen, die sagte, das ist von Johanna Doderer. Und es stand ein Projekt aus. Wir wollten ja eine Uraufführung machen eines volksnahen Opernstoffes in die Richtung Horvath, Nestroy vielleicht oder eben Molnar. Und so kam es per Zufall, dass nach Onkel President auch eine Molnar-Vorlage Lilium mit Johanna von Doderer zustande kam. Ich finde es eine ganz interessante musikalische Sprache, die sie verwendet, weil sie beim ersten Hinhören sehr einfach wirkt und man ihre Komplexität, auch die psychologische Komplexität dahinter erst beim mehrfachen Hören eigentlich zu erkennen beginnt. Und dann immer mehr hineinfallen kann. Ich finde es ein bisschen wie ein, es klingt wie ein bisschen wie eine schräge Filmmusik, die sehr viele Farben, sehr viele Stimmungen erzeugt im Hintergrund und die
agierenden Personen vorne quasi die Melodieführungen und den konkreten Inhalt transportieren und im Hintergrund diese ganzen Farben und Eindrücke passieren. Das heißt, es ist sehr, sehr filmisch im Charakter, was für mich reizvoll ist, weil ich immer auch ein großer Liebhaber von guter Filmmusik bin. Ich glaube, das Wichtigste beim Komponieren ist, dass man mit seinem ganzen Herzen dabei ist. Ich habe mich schon da auch hineingelassen auf diese Welt, und das hat auch etwas Ironisches. Es ist auf der einen Seite dieses berauschende, drehende, dieses Karussells, und auf der anderen Seite der Ernst. Also gerade von diesen jungen Mädchen auch. Also da ist eine, auch in dieser Zeit, wie das gespielt hat. Also da war eine große Armut da, ja, und auch soziale Schichten. Das waren nicht so, ja, nicht so schön und nicht so lustig, wie es auf den ersten Blick scheint, so prachtvoll. Ja. Aber trotzdem hat es auch eine Komik wiederum und auch etwas Befreiendes. Also dieses Rad, dieses Drehen, das im Leben auch passiert, das passiert dort auch. Es ist mir ganz wichtig, also mit meiner Musik auch emotional zu berühren. Die ganz großen Ideen entstehen im Kopf. Die ganz großen Ideen, es ist nicht so am Computer, das geht gar nicht. Also das ist wirklich auch nicht am Klavier oder irgendwo, es kommen dann Melodien. Und ich schreibe das dann aufs Papier. Ich hatte zu Hause so eine Thementafel, wo ich dann die einzelnen Personen und Charaktere aus dieser Oper also notierte. Und damit habe ich dann gearbeitet. Ja. Das ist dann wie so ein riesengroßes Netzwerk ineinander geflossen über die Jahre. Ich glaube, Musik hat so die Kraft, dort anzufangen, wo die Sprache aufhört. Muss man sich erstmal reinarbeiten, wie ist diese Musik gedacht, wie ist sie strukturiert, was hat sich die Komponistin dabei gedacht? Und dann eigentlich, man fängt an zu üben und zu lernen, und man fragt sich eigentlich nicht mehr so zur Musik. Man nimmt es sich zu eigen und fängt an, die Musik ist wirklich schön. Wirklich.